Oh, Montag. Ui, zumindest. Little Witch Academia. Episode 5. Und ja, Grüße nochmal. Ja. Wie es ausschaut, und es ist ein nettes kleines Gebilde, das ich hier diesmal stricken, dass man ein bisschen mehr von der eigentlichen Situation der Schule mitbekommt jetzt gerade. Zuerst einmal der Grund, okay, weil das Akku überhaupt in diese Schule gekommen ist, ist anscheinend, dass sie ihre Aufnahmestandards extrem gesenkt haben anscheinend. Weil Leute, die überhaupt, also Mädchen, die überhaupt noch nie irgendwas mit Magie zu tun gehabt haben, anscheinend in diese Schule meist noch nicht reingekommen wären. Und man auch sieht, dass anscheinend die Schule in extremen Geldnöten ist, weil sie sich bei anscheinend einem Drachen in großen Schulen befinden. In dem Fall Fafnir sogar. Ein Name, der diese Season ja schon einmal gefallen ist. Und halt eben hier hast du eben wirklich die klassischere, etwas gestocktere alte Version von Fafnir. Und eben bei Dragon Maid hast du eher die ich sperre mich zu Hause im Keller ein. Fafnir-Version. Aber die Szene, oh Mann, am Anfang. Okay. Mit Amanda zusammen, weil Akku sich mit Amanda anlegt im Tränkebrauen. Und oh ja, mehrere Leute haben am Anfang diesen Sugar and Spice and Everything Nice Ding als Powerpuff Girl Anspielung. Also, könnte man sehen, ich wüsste aber nicht wieso. Vor allem, da dieser Reim definitiv nicht unbedingt was mit dem Powerpuff Girls tut. Ja, er ist mehr oder weniger der Titelspruch der Serie. Es ist aber auch ein alter Kinderreim aus dem 18. Jahrhundert. Okay? Es ist ein Klassiker in der amerikanischen Geschichte. Das ist wahr. Es ist Sugar and Spice and Everything Nice. That's what little girls are made of. Okay? Wie war das andere noch? Snippets and Snails and a Puppy Dog Tail. That's what little boys are made of. Sowas. Das ist einfach ein kleiner Kinderreim. Und das hat nicht unbedingt etwas mit Powerpuff Girls. Aber es ist eine nette Einspielung am Anfang gewesen in Bezug auf diesen kleinen, nennen wir es Kochunterricht mit magischen Unterhalts. Und du siehst einfach in dieser Episode, dass eben die Schule nicht wirklich so gut dasteht. Es ist eine magische Schule mit vielen Problemen. Okay? Nicht nur, dass sie Geldnöte hat, sondern dass sie auch die Schüler ihr mehr oder weniger weglaufen nach einer gewissen Zeit, dass viel zu wenige Schüler nachkommen, weshalb auch anscheinend auch Akku eben hier ist, dass sie eben nur deswegen überhaupt in die Schule gekommen ist. Und wie gesagt, die Schule hat auch eine Menge Schulden. Diesmal ist wieder einmal Diana diejenige, die was das Ganze wieder auflöst am Ende zwar. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass du ein bisschen Worldbuilding bekommst. Du siehst halt eben, dass die Schule Probleme hat. Große Probleme. Dass Fafnir ein ziemliches Arschloch ist eigentlich. Er scheint zwar recht lässig drauf zu sein für den alten Drachen, okay. Aber halt eben, er ist so einer von diesen typischen, ja, finanzorientiert. Ich finde die Szene vor allem geil, weil dass die Mädels einmal in diesen riesengroßen Laptop stehen auf einmal und überall große Broker-Monitore rund um im Zimmer sind, wo man sich denkt, wow, das ist ein riesengroßer Folterkeller. Nee, das ist einfach nur seine Anrichte, wo er sich seinen Energieshake mixt. Das ist einfach ein riesengroßer Mixer, der aussieht wie ein Folterinstrument. Das war relativ süß gemacht. Man so gedacht, ja, okay. Aber wie gesagt, du siehst einfach ein bisschen mehr von der Welt und wie es funktioniert. Und du hast ein bisschen mehr Interaktion mit den Mädels, die man schon aus dem Film kennt, zum Beispiel. Diese kleine Rabaukenbande, einzige, was mich daran erinnert, ist Amanda, denn die eine, die andere noch frisst, aber anscheinend ein ziemliches Powerhouse ist, interessanterweise. Und diese kleine Technophile, die andere und irgendwelche mechanischen Sachen baut. Ich vergesse andere und ihr Name. Ich sollte sie mal auswählen. Sorry. Auf jeden Fall. Man sieht aber auch, was passiert, wenn dieser Sorcerer-Stone, diese Energiequelle bei der Schule mehr oder weniger verschwunden ist, weil die wird ja abgeholt, mehr oder weniger als Pfandleihe, ja. Von so einem, sogar mechanischen Drachen anscheinend. Und
Nichts in der Schule funktioniert ohne diesen Stein. Okay, nicht einmal die Toiletten funktionieren. Okay, alles steht still, mehr oder weniger. Und so ähnelt es auch damit, dass Akku und Konsorten zum Wäschewasch mit extrem primitiven Mitteln für die ganze Schule eingeteilt werden, weil, wie gesagt, nichts funktioniert. Okay, die ganzen magischen Helferlein und die ganzen Trolle und alles, was sie so haben, sind mehr oder weniger eingeschlafen währenddessen, und alle Maschinerien, die von Magie betrieben werden, sind mehr oder weniger nutzlos. Auch Besen fliegen nicht momentan. Also, du siehst, wie abhängig die eigentlich von diesem Ding sind. Und wie gesagt, da wird es definitiv noch mehr geben in dem Bereich. Wie gesagt, du bekommst ein wirklich schönes Bild von der Schule und vor allem wie Fafnir auf Akko reagiert, als sie mehr oder weniger die Stirn bietet in Bezug auf, weil er sagt, okay, in der Welt, der heutigen Welt, wo die Wissenschaft regiert, ist mehr oder weniger Magie zum Verfehlen verurteilt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis alle Menschen mehr oder weniger sich nicht mehr an Magie erinnern, geschweige denn, dass sie sich überhaupt noch interessieren dafür. Und Akku mehr oder weniger so krass, nein, solange es gibt immer wieder Leute geben, die diesen Traum verfolgen werden. Und so, okay. Der Funken Hoffnung in der Naivität einer Person. Und so, ist okay. Und wie gesagt, am Ende löst Diana halt eben das Problem, dass eben dieser Schuldbrief, den sie halt in der Schule haben, von Fafnir, den sie einfach nur nicht lesen können, weil die Schrift so unbekannt ist. Witziger als kann es Diana. Also ich muss sagen, irgendwie wird mir jetzt auch schon Diana wirklich, also, auf ihre eigene Art und Weise ein bisschen unsichtbar, weil einfach dieses penetrante, sie können alles so perfekt. Da steckt mehr dahinter, okay? Da steckt definitiv da ist mehr dahinter, weil das ist einfach zu, wenn Leute zu perfekt sind, dann ist meistens irgendwo was schwer im Argen. Vor allem, weil sie dann auch eine Schrift lesen können, die anscheinend selbst die besten Lehrerinnen in der Schule nicht entziffern können. Das war richtig, oder? Schon ein bisschen. Ne? Okay, ja, so eine Top-Schülerin ist. Und eben sie findet raus, dass die Schulden schon lange beglichen sind und es sieht eben mehr oder weniger Pfaffen in die Ecke drängt, so mehr oder weniger mit Schuldabgleichs- und Referenzzahlungen. Und ja, die Zinsen. Oh, die Zinsen, ja. Und im Endeffekt ist es eben so, dass die Schule ihren Magierstein zurückbekommt, natürlich, und hat eben Akku und die gesamte Rasselbande wieder zum Wäschewaschen, weil sie sich mal unerlaubt aus der Schule geschlichen haben. Weiterhin am Wäschewaschen sind. Und so ist der typische Tag wieder mal zu Ende an dieser Schule. Also, Episode 5, Little Witch Academia. Schönes Worldbuilding. Schön, ein bisschen zu sehen, was noch rundherum so passiert. Wird definitiv mehr geben, bin mir fast sicher. Aber du siehst auf jeden Fall jetzt schon, dass hier nicht alles so auf. Oh, es ist so magisch. Es ist magisch, aber nicht so magisch. Es ist mehr so. Ja. Du merkst halt eben, dass überall Probleme auftauchen. Und ich so, okay. Okay. In diesem Sinne, wünsche ich noch einen schönen Abend, morgen oder sonst irgendetwas. Ich gehe schlafen muss. Es ist Montag, da zahlt sich nicht mehr sehr viel aus, glaube ich. Oder schauen wir noch, ich habe noch ein paar Stunden, bevor ich umfalle. Und sonst bin ich sowieso ein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ui. Ui, der ist schon sehr bitter. Oh, Mann.